Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Shining Brilliant Dudelsack. Wir gehen jetzt direkt mal den hier verkloppen, weil zum Start muss ich mal jemand aufs Maul hauen. Es ist halt manchmal einfach so, dass man ein bisschen aggressiv sein muss. Ich empfehle aggressiv sein nicht, aber ab und zu kann man das mal sein. Das Pantimos. Wisst ihr, was ich mit dem Pantimos mache? Wegbeißen. Es stimmt, dadurch, dass der jetzt Psychofee ist. Oha, Staffette. Aber wer wird reinkommen? Marschoke. Ja, gegen Marschoke kann ich nicht so viel machen. AKA The Dirk. Bam. Bam. Ja, mach ich auch mal einen Voltwechsel hier, ne? Krabam. Oh, hab ich den getötet direkt? Das tut mir echt leid, ey. Unser Ding ist schon echt stark. Da kannst du sagen, was du willst. Der macht keine halben Sachen. Ich glaube, wie Hanzo, wenn er jetzt noch ein Kampf-Pokémon hat, easy. Wenn er sein Pantimos wieder rausholt, easy. Ja, guck mal, sein Pantimos ist jetzt tot mit einem Giftstreich. Kann auch keine Staffette mehr einsetzen. Und Giftstreich. Frohe Erst-Weihnachtsfeiertag, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber wenn gestern Heiligabend war, dann ist dann heute ja alles voraufgenommen. Sneeble. Ja, Giftstreich wird's tun. Ja, wir sind so stark. Also, es macht schon Sinn, ne? Ich würde sagen, ja. Erster Feiertag, Weihnachten. Oh, 217. Neue Route, neues Glück. Arschtrainer Paolo in Winterklamott. Ey, mir wird ziemlich kalt in den Klamotten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Arschtrainer haben wenigstens Abwechslung zu bieten. Von dem Pokémon her. Wangroblach, nö, paralysiert. Oder kann ich kann nicht paralysiert werden, oder? Ja, normalerweise hat das 100% Paralyse-Dingens. Aber Elektro-Pokémon können ja nicht paralysiert werden. Also das ist okay. Zumindest nicht durch Elektro-Attacken. Was gut ist. Andrex Johnson. Gleich mal ein neues Pokémon fangen. Da kommt Hippopotas. Ja, das ist jetzt natürlich. Jetzt haben wir hier Hagelwind. Das ist ein echt ungewöhnliches Pokémon. Aber ich glaube, ich sollte Volt wechseln. Das Ding kann Knörche. Er ist ja Boden. Bringt mir ja nichts zu Volt wechseln. Attacke wird ja dann nicht durchgeführt und dann bin ich am Ende der, der reingepackt hat. Ich mach Surf und das Ding ist tot. Das tut mir dann noch gar nicht leid. Bam 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 bam. Ja, hoffentlich schlüpft das Ei bald. Ja, das wäre cool, wenn das Ei mittendrin weiterleveln würde. Es kommt dann aus dem Ei. Direkt Level 30. Ist jetzt mal ein Eisstrahl ein.
Elektro hätte ich mal 4 gehabt, aber so geht das ja auch. Ey, das heißt ja, der Eisohren kommt jetzt schon bald. Dann kommt noch das Ganze. Werden wir Soft resetten für Shiny die Alga? Machen wir das? Weiß jetzt auch nicht, ob mir das wert ist, die ganze Zeit zu Soft resetten nur für die Alga. Jetzt auch nicht so sicher. Hey, wie cool, ey. Hui. Boah, ist echt schneeig. Nicht durch, da ist ein Item. Safe. What the fuck? Ja, wollte ich schon gerade sagen, ey. Da hat jemand ein Goldnugget verloren. Aber ich bin ja ganz untergegangen. Ja. Den Ninja nehmen wir mit. Ich lege Wert auf Items. Bap, bap. Badabababab. Ninja Junge Valentine. Zubat machen wir Elektroattacke, ist er weg. Könnte aber jetzt ruhig mal auch noch neue Attacken bekommen, oder? Boah, so ein Elementarbiss wäre geil. Feuerzahn oder Eiszahn. Le Bunko. Dann machen wir auch einen Funkensprung. Natürlich macht der Sucker Punch. Ja, easy. Habe ich auch gar nicht dran gezweifelt, dass wir hier dominieren. Funksprung, easy. Und Gobat. Und auch hier machen wir einen Funksprung und das Ding ist tot. Boing. Weggeklatscht. Easy Schmiede, sage ich dazu nur. Und 47 für Shinxi, ey. Gegen die Eisarena haben wir noch gar nicht so viel, ne? Da wäre halt echt nice, wenn wir Kampfdinger hätten. Ach du Scheiße, ich gehe unter. Ja, was ist denn das, wenn es da so tiefer reingeht? Können die wilde Pokémon kommen, oder? Oder kann man da nicht mit dem Fahrrad langfahren? Wilde Pokémon, kommt schon. Ey, ich grab hier alles auf. Ja, also wilde Pokémon gibt's hier nicht. Hier kann man wieder schnell laufen. Der Junge hat mich nicht gesehen. Eine Hütte. Hallo. Dass ich mich durch Schneesturm kämpft, hab schon TM verloren. Sie hat die Attacke Kraxel. Die könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Ach je, jetzt liegt hier irgendwo Kraxler rum, oder was? Ja, hier ist schon mal Hagelsturm. Der hat einiges verloren. Und hier oben Kraxler? Hä? Digga, der hat einfach sein ganzes Inventar verloren. Jetzt können wir endlich Sachen hochkraxeln. Ey, auf 217 wird es wohl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf 217 auch Dinger gibt. Skifahrerin Annika. Ihr wisst schon. Oh. Wilde Pokémon. Wir brauchen ja noch eins. Funksprung. Nee, nee.
Und 47 für Hanzo. Schade, dass wir eines Tages unser Starter verloren haben. Pipi, Voltwechsel. Schnell weggedüst. Noch ein Haus. Ah, da will endlich Gras. Hallöchen. Ein Mensch, welch ein seltener Anblick. Vielen Dank. Hier ist ein Geschenk. Ein Bandsticker, wow. Es steht vor der Tür, ein Mensch. Ah, da ist Polypopa-Gebiet. Sneebel! Da ist er. Er ist nur noch Fang. Ich setze Biss ein, weil es nicht sehr effektiv. Perfekt, dann kann ich nochmal Biss einsetzen. Und Sneebel schreckt sogar zurück. Okay, ich bin im roten Bereich. Ich sollte jetzt echt erstmal wechseln. Ja, wisst ihr was? Scheiß auf wechseln, nicht Beutel. So kann mir nicht so viel passieren. Selbst wenn er jetzt eine ultimativ starke Attacke. Wow. Der Hagel macht mehr Schaden als er. Sneebel sieht gut aus in einem Luxusball. Und im Köderball wird er mir auch sehr gut gefallen. Mondball. Oh, Mondball passt natürlich auch sehr gut zu Sneebel. Aber auch ein ganz normaler Pokéball tut's. Komm schon. Oh yeah. Oh. Ja, das war jetzt natürlich dumm gelaufen. Da müssen wir wohl noch mal beißen. Kratzburier, okay. Nach dem Biss muss ich wohl dann noch mal einen Pokéball werfen und hoffen, dass der drinnen bleibt. Guck mal jetzt. So, jetzt Pokéball. Eigentlich ist ein Superball auch gut geeignet fürs Niveau. Dann hätte ich sogar mehr Chancen, dass der drin ist. What the fuck? Ich muss jetzt auswechseln, sonst stirbt er am Ende. Ei. Jetzt mach bitte nicht die ganze Zeit Crits. Ja, wir wechseln dich jetzt aus. Unser gutes Gyros-Ball, der kann das aushalten. Boah, der wollte uns finishen mit einem Ruckzuck-Hieb. Das ist voll gemein. Ich habe keine Superbälle. Doch. Na klar, ey, Superball passt ja einfach perfekt zu Sneebel. Wieso habe ich den nicht direkt geworfen? Weil Sneebel nicht drinnen bleiben will. Was ist mit dem? Was ist das für ein harter Kampf? Dann Hypnose. Ich habe doch bestimmt Hypnose, oder? Habe ich doch behalten, ja klar. Unlicht Eis ist schon ein gutes Kombo. Und schlaf schön. So, aber jetzt bleibt er wohl mit einem Superball drinne. Ich war mal der Meister des Dingens.
der Unausbrechlichkeit. Und jetzt brechen die sogar mit einmal aus. 1, 2, 3. Oh yeah. Dit, 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 dit. 39 für Benny. Dieser Blick, der sagt schon alles. Das ist ein Koga. In eine PC-Box? Oder möchte ich ihn dabei haben? In der Eisarena nützt mir der Vogel eigentlich nichts, ne? Aber ich habe keine Lust, die Folge zu rendern, also. Aber keine Sorge. Kurz vor der Arena wechsle ich dann doch nochmal. So. Wieder voll gemacht. Hallo, willst du nicht kämpfen? Also ja, die benutzt hier diesen Tracker. Also wenn er gegen den Wand guckt, da wird er mich nicht finden. Schwarzgurt Kolja. Mit der Glibunkel. Den ich mit einem Funkensprung wegballer. Kann man hier schon Dingens weiterentwickeln? Weil Sneeble hat ja eine Weiterentwicklung. Sneebuna. Geht das hier schon? Das wäre stark. Ich meine, guck mal, da hätte ich Eis und Licht. Sehr geil. Weil auf Flug kann ich eigentlich verzichten. Auf unseren Papagei. Auch wenn er stark ist. Aber den brauche ich eigentlich nicht. Macht keinen Sinn, den im Team eigentlich zu behalten. Weil die Zeiten sind vorbei, wo man jetzt gegen Pflanzen-Pokémon gekämpft hat. Da setze ich ja dann lieber andere starke Pokémon ein. Und Blaubart 46, das stimmt. Aber wirklich viel helfen kann der uns nicht. Echt jetzt? Ein Onix? Was soll das denn für ein Troll? Ich fühle mich sanft getrollt. Wir haben minus 6 Grad. Das ist kalt. Das muss ich ändern. Mit dem Surf. Habe ich Nasenbluten? Nee. Ich dachte schon. Und 47 für Blaubar. Müsste auch gleich die Stadt kommen, oder nicht? Oh, noch ein Kampf. Was gibt es denn? Du möchtest einen Pokémon-Kampf? Ja, die ist wohl ein bisschen kalt. Musst du vielleicht noch ein bisschen mehr anziehen, Mareike. Habe ich nicht gerade gesagt, die Zeit von Pflanzen-Pokémon sind vorbei? Die geht doch hier direkt kaputt, die Blume. Ich glaube, ich mache da direkt einen Wolfdechsel. Na, oder ein Biss. Ah, schade, ey. So knapp, jetzt muss ich hier mit Egelsamen leben. Wenn der Biss durchgezogen hätte, wäre richtig geil geworden. Wow. Oder wenn der Hagel jetzt zu Ende gemacht hätte, was er angefangen hat. Nicht mal auf Hagel kann man sich mehr verlassen. Und du bist du. Natürlich.
Wenn der Giftturm beim ersten Mal nicht reinhaut, dann aber beim zweiten Mal. Und ein Gold King, ja perfekt. Der kriegt einen Funkensprung. Wenn die Funken springen, dann aber richtig. Tja, her mit deinem Geld. Ja, jetzt kommen die ganzen Gräser. Stärkeufer. Wie darf ich ein Pokémon fangen? Hallo? Wir stellen jetzt sicher, dass der Arena vom Blitzer uns in die Quere kommt. Ich möchte erstmal Schutz einsetzen. Nur für den Fall, dass hier wieder ein richtig dummes Pokémon kommt, was ich gar nicht gebrauchen kann. Wo ist denn Schutz? Wieso finde ich eigentlich nie Schutz? Das Top-Schutz. Den habe ich zehnmal, aber ich habe jetzt Top-Schutz. Ich abgehoben, ne? Als ob hier kein Item ist. Oh, da liegt was. Ein Hyperball. Eine Hyperball. Ganz schön Schnee hier. Oh, da ist die Stadt. Topschuss komplett umsonst wieder eingesetzt. Naja. Hey, wo kann ich hier hinfahren? Eines Tages würde ich gerne einen richtigen starken Trainer an Bord willkommen heißen dürfen. Du weißt schon, ein Trainer, der von der Pokémon-Liga anerkannt wurde. Achso. Bin ich aber noch nicht. Heimat des Schnees. Ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter in der Heimat des Schnees austoben. Was ist hier für ein Schneepool? Sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich stelle mich hier neben das Schild. Genau an diesem Schild sehen wir uns das nächste Mal wieder. Das nächste Mal habe ich auch Plauper ausgetauscht mit Koge, dem Sneeble. Bis dahin, schlaf gut, gute Nacht und habt ein schönes Weihnachtsfest. Merry Christmas.